So, willkommen bei Malida und zu Folge 9 von Amnesia the Bunker. Und ich habe gerade auf der Karte gesehen, die Kapelle ist immer noch rot eingekreist. Also ich denke mal, haben wir den Schlüssel da einfach übersehen. Wir müssen dann nochmal hin. Wenn man nicht richtig guckt, ne? So. Ja, das wird nicht für viel reichen. Allerdings haben wir jetzt diese eine Abkürzung da. Und ich habe jetzt den Molotow. Molotow. Und wir haben, glaube ich, nur noch eine Kugel. Ja. Oder? Eine Kugel, glaube ich, nur noch, ne? Wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen. Ne, zwei. Okay, weil wir haben jetzt eigentlich schon zwei, allein in der letzten Folge, ja, zwei Explosivfässer. Ja, verbraucht. Und die sind ja nicht, die wachsen hier ja nicht auf Bäumen, ne? Und diese komischen, ich würde am liebsten immer alle Ratten töten, ne? Ich glaube, die rufen das Monster. 100 Pro. Wenn die da so Geräusche machen, dann holen die das Monster in unseren Bereich hier rein. Vielleicht, wenn wir jetzt ein bisschen leise sind, ups. Stoff. Warum kann ich es nicht nehmen? Jetzt ist es wieder hier. Ey, ich glaube das nicht. Okay. Oder das Spiel macht es so, dass das automatisch in dem Bereich, in dem wir gehen, ist das Monster vielleicht irgendwo. Kann natürlich auch sein. Und hier, wir brauchen unbedingt diesen komischen Schraubenschlüssel. Dann können wir nämlich hier in diese Räume rein und so weiter. Immerhin haben wir jetzt zwei Pistolen. Da kommt eine Ratte. Jetzt meckern die gleich. Die meckern wieder, ne? Das geht mir so auf den Keks. Komm, mach leise die Tür zu. Okay, wo war jetzt die Kapelle? Okay, da ist die Kapelle. Wir könnten gleich vielleicht noch ein paar Flaschen mit Benzin mitnehmen. Für den Generator. Oh shit, hier ist das. Oh, Kacke. So, jetzt haben wir hier auch noch ein bisschen Licht. Vielleicht finden wir jetzt doch hier den Schlüssel. Ach, klar. Ja, okay. Ja? Und wo ist dann... Ah, hier ist der Schlüssel. Alles klar. Okay, ja, ich denke mal MG-Bunker, ne? Meine Güte. Okay, dann können wir jetzt zu dieser Pillowbox. Dass wir hier springen müssen, ne? Das geht mir so... Er kommt wieder, er kommt wieder. Okay. Bitte schreit jetzt nicht, schreit jetzt nicht. Okay, Schlüssel. Nice, okay, alles klar. Okay, nice. Was ist hier? Ich hoffe, da drüben ist kein Loch oder so. Ah, ich kann das leider nicht erkennen. Da ist irgendwie ein bisschen Staub. Ich glaube aber, da ist kein Loch, ne? Okay. So, hier haben wir noch Medizin. Okay, alles klar.
Ey, hier ist Tageslicht. Und hier ist nochmal Wundverband. Und du bist Stafford, ne? Stafford, haben wir ihn. 8747. Oh, shit. Wurde er von einem... Ja, der wurde von so einem Sniper erwischt, ne? 1919. Okay, wir müssen auf jeden Fall hier in Deckung bleiben. Na komm, mach auf. Scheiße, ich hätte gerne hier irgendwelche Patronen, ey. Okay. Da ist noch eine Granate. Warte, ich muss an mein Inventar gucken. Was haben wir denn jetzt alles bei? Wir haben dreimal... Okay, dann können wir einmal... Nee, stopp mal. Falsch. Wir lassen den erst einmal davon da. Die leere Flasche behalten wir. Ja, dann nehmen wir einmal hier die Granate mit, ne? Okay. Ja, er hat zumindest irgendwie... Da liegt jetzt ein Stück Gehirn, ne? Scheiße. Scheiße. Wow. Also ich würde mal sagen, er hatte vielleicht sogar noch ein gutes Ableben, ne? Durch so eine Kugel, anstatt hier durch dieses Monster. Und die andere Frage ist hier, ich kann das nicht... Okay, warte mal, wir probieren mal was aus. Komm, ich kann das heben, oder? Kann ich das heben? Ne, ist zu schwer, glaube ich. Aber dich kann ich heben. Ach so, warte mal, ist das... Ja, stimmt, daneben ist dieser eine Raum, ne? Ich die Tür hier nicht zu. Hau ab, hau ab, hau ab, hau ab. Nein! Ich dachte, der haut dann ab. Shit. Oh nein! Ach, dann hält ihn ein Schuss wirklich nur auf, sodass wir abhauen können. Und das. Oh Gott, jetzt sind wir hier. Oh shit, okay, da können wir jetzt eigentlich. Okay, dann können wir jetzt aber Speed geben, ne? Ach, das war so gut, der Run eigentlich, ne? Na komm. Shit, der One war wirklich so gut. Jo. Okay, bisher höre ich noch nichts. Er ist irgendwo hier. Schlüssel habe ich. Okay. Jetzt muss ich noch einmal da drüber springen. Schon.
Und hoch und hoch und hoch und hoch. Okay, ich denke mal, hier oben kommt das Monster jetzt nicht hin, ne? Okay, wenn man weiß wie, dann geht's schnell, ne? So, hier bleibt's dabei, ist nichts drin. Die Handgranate nehmen wir mit. Leere Flasche auch. Und deine Erkennungsmarke ist wo? Okay, müssen wir einmal rumlaufen, glaube ich. Puh. Ich dachte, als ich gerade geschossen habe, ich dachte, der Monster wird dann abhauen. So, was ist das? 8747. Alles klar, haben wir. 8747. Okay, gehen wir runter. Und ich habe die Tür nicht zubekommen. Da waren irgendwelche Geröllsplitter oder also irgendwas, was wir hier geschossen haben, war da im Weg. Ich frage mich, kommt der hier rein? Bestimmt kann der hier reinkommen, ne? Oder wir lassen das Monster. Na komm. Na komm. Na komm. Scheiße. Scheiße. Der kam da durch, verdammt. Ja, komm jetzt hier lang, komm jetzt hier lang. Okay. Okay. Also dann. Meine Fresse. Jetzt müssen wir es nochmal machen, verdammt, ey. Mein Gott, ich weiß nicht warum. Ich glaube, für das Monster hat das jetzt irgendwie. Ach, ist am Laufen, ist am Laufen. Für das Monster hat das jetzt irgendwie den Weg versperrt. Und zwar so sehr. Warte, können wir nicht auch jetzt von hier hinten rum langlaufen? Und zwar so sehr, dass der dann immer den. Oh, falsch, falsch, falsch. Jo. Dass der dann immer durch den anderen Raum gegangen ist, ne? Ich frage mich, wie sollen wir das jetzt noch machen? Wie sollen wir das jetzt noch machen, dass wir das irgendwie aufspringen? Weil ich denke mal, in dem anderen Raum, da wird doch irgendwas Interessantes sein, oder nicht? Komm, 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 komm. Können wir eigentlich auflassen, ne? Sei jetzt nicht hier, Mann. Sei jetzt nicht hier. Da kommt es schon wieder, da kommt es schon wieder. Ich weiß nicht, ob... Komm, wir probieren es noch einmal.
Ansonsten kletter ich da hoch. Es nicht. Der Raum ist verflucht, verdammte Scheiße. Der ist wirklich verflucht. Okay, jetzt machen wir Folgendes. Wo laufe ich jetzt hier lang? Genau, wir laufen so lang. Wir gehen jetzt zu dem Raum. Dann schieben wir einfach dieses Explosivfass davor. Ich schieße von draußen im Flur drauf. Das lockt ja das Monster an. Und wir rennen dann einfach hoch. Ups. Lass mich durch. Okay, ich glaube, das Monster ist schon wieder hier, ne? Okay, machen wir erstmal zu. Weil ich will wissen, was in diesem Raum ist, ne? Ich denke mal, vielleicht ist der auch nicht entscheidend. Stopp, bleib mal da. Ich habe Herzschlag. Okay. Okay, jetzt gehen wir hoch. Und dann hoffen wir, wenn wir runtergehen, dass das Monster dann nicht mehr da ist und wir uns den anderen Raum angucken können. Und dann, dass wir irgendwie zurückgehen, damit wir endlich... oh, ich muss hier unbedingt bestimmt... Der ist hier. So, zum dritten Mal. 8747. Ich bin ja nicht verletzt, ne? Nee. Und ich habe... Unten ist ja auch noch ein Verband. Nehmen wir also nicht mit. Obwohl, wir könnten den von unten eigentlich mitnehmen. Also von hier oben. Dann haben wir den unten noch. Ich habe Herzschlag. Warte mal, könnte ich jetzt nicht noch eine Granate schmeißen? Ich glaube, der wollte gerade abhauen, ne? Ich sag euch, die Folge ist so verflucht, ne? Das ist... Hier, da ist er wieder. Komm, hauen wir die auch hinterher. Wir haben's. Ja, und passiert da jetzt was? Okay, da unten ist jetzt alles Gas, Feuer und so weiter, aber hat da unten eine Granate geschmissen, alles. Aber das Monster hat davon nichts interessiert. Und wir können jetzt nicht runter. Aber warum hat das Gas denn nichts gebracht? Entschuldigung. Warum hat das Gas nichts gebracht?
Da ist immer noch Gas drin, oder? Ich glaube, jetzt kommen wir runter. Oh mein Gott. Okay, hier sind auch noch irgendwelche Spinde. Nichts. Ey, wenn ich das für Nüsse gemacht habe, für gar nichts, ne? Für eine Granate, die ich gerade verschwendet habe. Eine Leuchtfackel. Benzin, immerhin. Was ist damit? Warum ist das hier so ein komisches Greifsymbol? Ach, das kann ich nur schieben, das ist so schwer. Okay. Also das war ja mal Ebbe hier. Richtig Ebbe. Hier ist so ein Zettel. So, als es sich Trembly schnappte, sah ich sein Gesicht. Als es sich über ihn hermachte, blickte es mich direkt an und ich glaube, dass es mich vielleicht erkannt hat. Was zum Teufel ist das? Ist dieses Vieh? Okay. Ja gut, bringt jetzt zwar auch nichts mehr, ne? Holy shit. Leere Flasche, wenn wir noch zwei leere Flaschen... Oh Gott. ...mitnehmen wollen. Komm, verschwindet. Verschwindet. Okay, dann gehen wir jetzt einmal zu diesem großen Benzintank, holen da nochmal zwei leere Flaschen mit Benzin. Und dann machen wir den Rückweg, ne? Dass wir auf jeden Fall den Progress jetzt hier mal speichern, bevor die verfluchte Runde wieder zuschlägt. Also ist ja echt heavy gewesen jetzt, ey. So, das sind alles beide, alles leere Flaschen, ne? Okay, dann leere Flasche. Okay, haben wir. Leere Flasche. Okay. Eine noch. Und ist das Licht wieder ausgegangen? Ich glaube das nicht. Also ich gehe nicht auf, mache jetzt kein Risiko. Ich gehe sofort zum Speichern und danach gehen wir zu dem Spind und holen uns den Schraubenschlüssel. Dann könnten wir eigentlich auch sofort in der nächsten Folge, glaube ich, weil ich glaube, das schaffen wir in dieser Folge nicht mehr, zu dem... Oh Gott. Lag das Ding schon immer? Zum Prison. Und gucken, dass wir an den Bolzenschneider rankommen. Okay. Oh Gott. Oh man, er hört ihn schon wieder. Irgendwo links von mir. Oh nein, sag nicht, die Tür ist abgeschlossen. Oh, doch nicht. Okay, jetzt schließen wir aber erstmal beide Türen wieder ab hier. So, Safe Room. Gespeichert. Okay, dann erstmal das da rein. Dann machen wir die Leuchtfackel auch erstmal da rein. Das da rein. Das ist schon mit... Ach, das ist nur leer.
Kann ich diese Flaschen auch noch mit Benzin dort auffüllen? Weiß ich nicht. So, komm mal her. Schön Happa Happa für den Generator hier. Okay, er ist ein bisschen aufgefüllt. Wir haben noch das Feuerzeug. Ach, das muss ich gedrückt halten. Okay. So, jetzt speichern wir nochmal. Ich mache den Generator noch nicht an. Mein Plan ist jetzt einfach mal so in der Dunkelheit zu dem Spind. Und dann gucken wir uns jetzt schon die Kombination an. 8747, alles klar. Ja, das ist ja fast wie in Dingsbums, in Sons of the Forest. Wenn du da Licht hast, kannst du noch viel weniger sehen. 8747. Komm schon, Stafford. Oh, 8747. Nice. Okay. Ist das jetzt ein Item hier drin, ne? Muss ich ausrüsten. 2, 3, okay. So, das ist aber etwas für die nächste Folge, würde ich sagen. Und das Feuerzeug ist für als Lichtquelle echt useless. Also komplett useless eigentlich, ne? Ah, bei den Mannschaftsquartieren war da auch noch, ne? Ich glaube, noch ein weiterer Inventarplatz, ne? Da könnten wir eigentlich auch noch einmal hin. Also jetzt haben wir auf jeden Fall einige Optionen, was wir machen können und müssen eigentlich auch. Okay, haben wir dich zu. Das Feuerzeug ist useless, wenn wir keine Fackel oder kein Molotow benutzen. Verschenkt dann eigentlich nur einen Inventarplatz. Das brauchen wir auf jeden Fall definitiv. Ich habe jetzt keinen Stoff bei. Als Leuchtsignal. Lassen wir auch mal hier. Lassen wir mal hier. Und ja, das haben wir jetzt abgearbeitet. Bei den Tunnels können wir nur mit dem Bolzenschneider. Ne? Da war ja so eine Kette, da können wir nur mit dem Bolzenschneider ran. Beim Prison hier rein kommen wir auf jeden Fall mit diesem Schraubenschlüssel, was wir jetzt haben. Da müssen wir hinten in dieses Lager hier rein. Ach hier, jetzt habe ich ja gar keine Maus. Also in das Lager und dann von hinten im Lager kommen wir in das Büro des Aufsehers. Und der wird bestimmt einen Schlüssel haben für die Zelle, wo der eine, aber der wird schreien. Ich denke mal, da werden wir auf jeden Fall eine Monsterbegegnung haben. Und da haben wir schon wieder das Monster, ne? Oh, shit, ey. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja nicht so der Horrorfreund. Allerdings, die Anspannung und der Thrill, ja, ich sag mal, gefallen mir schon, ne? Also, ja, ich weiß nicht, ich bin einfach nicht so der Horrortyp, ne? Allerdings gefällt mir das Spiel, ne? Ich hoffe, das merkt man. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß beim Zuschauen und euch gruselt es auch, weil... Und diese Folge war wirklich verflucht, ne? Also wirklich, ne? Wie oft sind wir jetzt gestorben? 3-mal. Und dafür wollte ich nur in diesen einen Raum, der eigentlich gar nichts gebracht hat, außer eine Notiz von wegen, oh, er hat den Kollegen gefressen und ich habe ihm direkt ins Gesicht geguckt und eine Granate, die wir vorher auch noch verschwendet haben. Das war echt verflucht, diese Runde. Okay, ich hoffe auf jeden Fall, es hat Spaß gemacht und gefallen. Über ein Like, Abo und Kommentar würde ich mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Bis zur nächsten Folge, würde ich sagen. Ciao, euer Malida.